Wenn die Landtechnikfreunde vom Heimatverein Galen auf den Hof Olle Schur einladen, sollte man dieser Einladung unbedingt folgen. Denn ansonsten würde man ernsthaft was verpassen. Und genau so war es auch am vergangenen Sonntag. Die Landtechnikfreunde luden ein zum beliebten Tennenfest. Auch in diesem Jahr erwartete die Besucher ein spannendes und abwechslungsreiches Programm. Sehr viel auf dem Programm. Unsere Landtechnikfreunde sind unten am Acker am Arbeiten, werden dort Kartoffeln roden, werden Getreide mähen, alles mit historischen Geräten. Hier werden die Waschweiber wieder vorführen, wie vor hunderten Jahren gewaschen worden ist, mit der Hand, mit dem Waschbrett oder alten Waschmaschinen kann man sich das anschauen. Und unser Imker ist hier aus Galen, der hat einen echten Bienenstock dabei, lebende Bienen, da kann man sich also anschauen und mal erklären lassen, wie wichtig die Bienen für uns und unsere Umwelt sind und wie das mit dem Honigherstellen funktioniert. Wir haben die historische Löschgruppe hier, die heute was vorführen wird. In der Klumpenkammer werden wieder Klumpen hergestellt. Unsere Spinnerinnen spinnen wieder. Die Blaudruck- und Flecht- und Dekogruppen haben ihre Sachen ausgestellt, also mannigfaltig. Und die Bäcker backen wieder Brot. Wir haben ja eigenen Buttermilchstuten, den die hier heute herstellen. Soll auch so ein bisschen die Wertschöpfungskette vom Getreide übers Mehl zum Brot darstellen, was auch für viele ja, interessant sein sollte. Man fühlte sich, als wäre man in der Zeit zurückversetzt worden. Sei es beim Klumpenmacher, der eindrucksvoll demonstrierte, wie früher Klumpen in Handarbeit hergestellt wurden. Oder bei der Erntevorführung. Wie lief früher eigentlich die Ernte ab? Das demonstrierten die Landtechnikfreunde mit ihren historischen Landmaschinen. Natürlich durften die Waschweiber mit ihren historischen Geräten nicht fehlen. Dabei wurde deutlich, wie gut wir es heutzutage haben. Sie zu Hause sowas noch mal haben oder eher nicht? Nee, nicht unbedingt. Ne? Das war eine andere Zeit. Bei leckeren Getränken und hausgemachten Köstlichkeiten konnten es sich die Besucher gut gehen lassen. Die Country-Sängerin Sally Sue sorgte mit ihrer Musik für eine fantastische Atmosphäre. Dabei schmeckten die kühlen Getränke und das leckere Essen umso besser. Weiter geht's im Programm. Hier wurde gesponnen und gesponnen. Die Spinnerinnen vom Heimatverein Galen hatten ihre Sache voll im Griff. Daraus können wieder etliche warme Socken für den Winter gestrickt werden. Während die einen sich mit dem leckeren Lippebräu erfrischten oder andere sich die verschiedenen Programmpunkte anschauten, schlenderten wieder weitere durch die historische Wohnung und schauten sich an, wie früher gelebt wurde. Auch das historische Löschfahrzeug war ein Hingucker. Bei der Resonanz kann der Heimatverein doch eigentlich nur zufrieden sein, oder? Wir haben gutes Wetter und freuen uns drauf und wie man sieht, ist sehr gut angenommen und wir danken allen Besuchern und ich danke natürlich allen Ehrenamtlichen, die sich hier engagieren und viel Arbeit und Herzblut reingesteckt haben, aber macht Spaß, weil wenn man sieht, wie es angenommen wird, ist es toll. Viele eindrucksvolle Vorführungen, gutes Essen und Getränke, nette Besucher und vor allem hochmotivierte Mitglieder des Heimatvereins, die viel Zeit und Arbeit investiert haben, machten den Tag wiederum unvergesslich. Herzlichen Dank dafür.